Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer G-Ding am Start. Letztes Mal haben wir Quest sammeln gemacht. Wir haben mit unseren Crewmitgliedern gequatscht und haben viele neue Quests bekommen. Und dann sollten wir mit dem Unbekannten reden und der hat uns hier auf so ein Kollektorenschiff geschickt und wir haben eine neue Waffe bekommen und jetzt sind wir cool. Und ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Hier waren noch keine Gegner. Ich will jetzt mal meine neue Waffe ausprobieren, aber hier ist einfach nichts. Man hört dann dauernd irgendjemanden irgendwas, aber da kommt nichts rüber. Das nehme ich mit. Schadenschutz. Nice. That's good. Wo hört ihr das? Das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandie von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. What? Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat. Die haben uns angegriffen. Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Of course, of course. We're gonna fuck them up, bitch. Sind die Pisser. Oh mein Gott. Selbst wenn sie jeden Menschen in den Terminus-System verschleppen, könnten sie damit nicht alle Kapseln füllen. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Krass. Sieht schon auch schon eine gute Atmosphäre her, muss ich sagen. Auf der Plattform ist eine Steuerkonsole. Vielleicht können wir sie benutzen. Findet es sonst noch jemand komisch, dass wir bisher keine Kollektoren gesehen haben? Das ist sehr komisch. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Das bedeutet nichts Gutes. Was zum Teufel ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Nicht, dass dieser Typ, dieser Prophet Joker übernimmt, das wäre not nice. Ich will Joker nicht töten, Joker ist ein nice Dude. Wir brauchen hier ein wenig Hilfe, Edi. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Ach, steh auf, Mann. Oh, it's beginning, bitches! Let's do this! Ey, wieso sind die nicht tot? Dann sollten sie sich damit beeilen, Edi. Ja, die sollen ja auch kommen. Meine Fresse, sie sollen andocken. Boom! Headshot! Was ist das? Oh, Alter. Boom! Der Vorbote ist wieder da. Alter, ein Schuss! Einfach alles weg! Och, Alter. Wir beruhigen uns wieder. Haben wir Feuer? Nein, zerreißen geht aber. Okay, okay. Die Sniper ist cool, die knallt. Hier sind aber zu harte Gegner gerade, deswegen. Fuck. Fuck, warte. Ich glaube, wir müssen uns langsam vorarbeiten eigentlich, sonst holen die andauernd neue und das macht dann... Oder der Vorbote. Deine Mutter zerreißt sich gleich, Alter, wenn es so weitergeht. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Deine... 54%. Das hat deine Mutter auch gesagt, Alter. Feuer. Ich bin ein bisschen überfordert. Attentäter. Zerreißen. Schilde sind ausgefallen. Also, was machen die Dinger da eigentlich? Der
Holy shit, das war viel Damage. Da hinten ist ein Wächter. Wir übernehmen direkte Kontrolle. Ach, ich weiß nicht, wie ich zerreißen muss. Die werden mich nicht aufhalten. Klar, wenn ich euch aufhalten, was redet ihr denn da? Das sehe ich alle. Ich glaube, ich nehme jetzt das Feuerzeug 5. Ich bin nämlich echt überfordert. Okay, kann die uns jetzt hier rausholen? Die Eli, der Eli-Kopf. Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Das waren jetzt die großen Kollektoren. Lausig. Keinerlei Problem für uns. Souverän geregelt, diese Auseinandersetzung. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edi. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Ich hätte es besser wissen und Cerberus nicht vertrauen sollen. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Was, wir müssen laufen? Ich dachte, wir werden einfach abgeholt. Oh, my brother. Okay, Bitches, los geht's, Alter. Um die Ecke. Nehmen Sie die Tür zu Ihrer Rechten. Okay, let's do this. Oh, it's happening. Yo! Dauerfeuer pur. Nice. Direkte Intervention ist not. Übernehme Kontrolle über diese Form. Digga, dieser Vorbote geht mir richtig auf die Eier. Neutralisiert Commander Shepard. Ich weiß, dass Sie das spielen. Get wrecked. Get wrecked, bitches! Übernehme Kontrolle. Wo müssen wir hin? Sind wir jetzt da hoch? Wo sind wir? Von da sind wir doch gekommen, oder nicht? Weiß ich, wo wir hin müssen! I'm confused as fuck. Ah, hier. Der Vorbot. Ding, ding. Oh yeah, it's happening. Sehen Sie das? Normal sehe ich das, ich bin ja nicht blind. Doof oder was? Sie werden mich nicht aufhalten. Natürlich werde ich euch aufhalten, ihr Lappens. Sie können sich nicht. Grenade! Meine Angriffe werden sie zerreißen. Ja, ja, bla bla. Woppa! Oh Gott, wie viele!
Was, lebt ihr da oben immer noch? Wir haben Gesellschaft. Was ihr nicht sagt, ihr alten Butterbörden. Wir haben Gesellschaft. Vorbote. Die Toten sind nutzlos. Die Toten sind nutzlos. Ich möchte mich mal da langsam zu den Energiezellen und so vorarbeiten. Schau mit. Und der Credits. Zero, Medikit. Hä? Ist ja gut. Ist hier hinten nur was? Nein, okay. So, wo ist jetzt der Vorbote? Spaß, Dixer, Missgeburt. Nicht da. Alright, alright, it's alright, it's alright, it's alright. Links oder rechts? Links. Oder? Weiß ich, wo wir hin müssen. Por favor. Ausgang, Ausgang. Oh, Munition. Müssen da irgendwo hin? Da oben. Hier? Okay. Okay. Bing. Bing. Und da kommen schon wieder Kollektoren, weil da sind schon. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Warum hat sich das gerade so komisch angehört? What the fuck? What the fuck? Kill those bitches. First of all, kill those bitches. Holy shit. Then you make. You're dead, that's not so nice. Sehen Sie das? Then you live again. Dann machst du zerreißen. Dann hol ich meine überdicke, coole Kanone. Und gib dir noch einen Laser, wenn er nicht einen auf mich geben würde. Oh, ich muss mich irgendwo anders erstmal verstecken, Mann. Die gehen mir alle auf den Sack hier. Einfach, das war einfach dumm. Das war einfach sehr dumm. So, können wir das jetzt mal richtig machen? Können meine Leute mal koordiniert irgendwo stehen und auf den Gegner zielen? Und den töten? Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Let's go. Fucking wrecked, thanks. Great story, bro. God damn it, like what the fuck? What the fuck am I supposed to do? Piss us, ey. Die machen einfach gar nichts, meine Mates. Nix. Schleine einfach rum, Alter. Ich muss alles machen. Ich krieg kein Suppressing Fire. Ich krieg keine Assists. Ich krieg gar nichts. Fuck. Mach die Tür auf. Eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Ja, der überlebt das. Macht Sinn. Jetzt geht los. Licht aus! Versuch.
Nee, ich bin blind. What do you piece of shit? Fuck yes. We fucking did it. God damn it. Shit. Rich OP die Teile. Rich OP. Wenn noch einer kommt, GG. Ja, mach die Tür einfach zu, macht Sinn. Wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall. Mach die andere Tür auf. 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Gang jetzt. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Yo, yo, yo. Da unten. Sind wir da nicht reingekommen? Jetzt müssten wir bald draußen sein. Das nehme ich mit. Nehmen wir erstmal alles mit, was wir mitnehmen können. Oh, they're coming! Wir haben Gesellschaft. That's so nice, guys. That's so nice of you. Der Vorbote. Verschwinde! Obama und Kira sei gepriesen. Good job, Bitches. Good job. Jetzt hier einfach nur raus und will dann meine Nebenmission anfangen. Weil die Kollektoren stinken als Gegner. Ich übernehme direkte Kontrolle. Ach, schon. Ich werde sie schwächen. Übernehme Kontrolle. Ja, du übernimmst schon wieder die Kontrolle, das gibt's doch gar nicht. So andauernd die Kontrolle. So, übernimmst du nochmal die Kontrolle oder jetzt nicht? Da. Oh, fuck, nein. Habt ihr gesehen, wie ich den auseinandergenommen hab? Bam! Just like that. Die Gegner habe ich noch nicht verstanden, was sie genau bringen. Die sind einfach nur tanky as fuck, das alles. Verletzen. Ah, ich verletze nicht alle. Mit die Muni aus, das ist das Problem. Sie werden den Schmerz kennen. Ja. Shepard. Macht ja auch Sinn. So, kannst du da jetzt bitte hin? Ich werde dich schwächen. Leute. Springt man einfach drüber. Gibt ihm ein paar dicke Headshots. Und sagt ihm, dass er einen kleinen Penis hat. Und dann trifft er mich auch noch, wo ich hinter dem Teil stehe. Schon wieder. Kann mir nicht wahr sein. Ja, hau ihn weg. Entlasse diese Form. Ja, immer wenn er stirbt, ne? Aha. Ach, Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden eine kurze Unruhe zeugen. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normandie in Stücke schießen. On my way, bitch. Oh, fuck my life. Tauchstation. Hm.
Alter, die Gegner sind so dumm. Zucker? Wie viele? Meine fucking Fresse! Na, irgendwie kann ich mit der Piste nicht schießen, das war mir zu dumm. Alles klar, Leute, los geht's. Was für abgefuckte Gegner. So, können wir es hier raus? Hammer. We did it, bitches. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Ja, ich bin doch schon da, Mann. God damn it. Los geht's, bitches. Los. Anschnallen, Leute. Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Holy shit. Ich kann nicht endlos ausweichen, Edi. Bringen Sie uns hier weg. Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier. In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Nice. Good job. Okay, cool. Wir möchten nicht mit dem Unbekannten in der nächsten Folge reden. Wir möchten in der nächsten Folge mit unseren Nebenmissionen weitermachen. Für unser Team und für, keine Ahnung, jegliche andere Sachen, die wir da angefangen haben. Ich habe hier einen Anruf vom Unbekannten, Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Eigentlich nicht. Oder? Reden wir jetzt noch mit dem? Okay, wir müssen noch mit ihm reden. Da müssen wir jetzt noch durch. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Konnektoren wieder online war. Edi hat gesagt, das Notsignal kam von den Konnektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Konnektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Konnektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Konnektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Konnektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Sie haben nur eine Aufgabe, Informationen. Wenn ich denen nicht trauen kann, sind sie nutzlos für mich. So einfach ist es nicht. Gerade Sie müssten das eigentlich wissen. Ich weiß, dass ich künftig viel vorsichtiger sein werde. Bei den Konnektoren und bei Ihnen. Für Groll haben wir keine Zeit. Die Sache wird ab jetzt um einiges härter werden. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Ah ja, wie er sich die Kippe geholt hat. Einfach so, wie so ein Zauberer. Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Sie haben sicher bereits einen Plan. Momentan arbeitet ein Wissenschaftlerteam in einem verlassenen Reaper daran. Sie müssen dorthin und sein FFS holen. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen Nichts war. Nichts Neues. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern.
Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Der ist ein richtiger Wichser. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Nur aber genau in der Mitte. Just like that. Das kann nicht stimmen. Edie macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Müsst das Team machen. Es ist Ihre Entscheidung. Normal ist meine Entscheidung, Mann. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Besser ist es. Alles klar, Leute. Das haben wir jetzt gut gemacht, ey. Wir haben uns ein bisschen die Pläne durcheinander geworfen, aber okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.